Keiner Punkt. Ich hab gerade auf Officer gesagt. Ja, war klar. Ja. War so klar, Digga. Geil. Das ist ein Flügelmeld, Bruder. Ja, okay, ich hab das gesehen, Digga. Vor 70 Minuten war es. Willst du mitmachen, T-Bone? Nö. Nee. Wir können die gemachten Nasen brechen. Ja, dann lass uns doch los. Abfahren. Wir warten aber noch auf Chips, oder nicht? Abfahren. Ja, Kegel. Du schwitzt ein bisschen länger, Digga. Das ist ein Bulle. Da hinten. Ja, lass ihn abknallen. Ein bisschen länger in der Apotheke. Töten, oder? Wer ist das? Ja, lass ihn da abknallen. Steht ein Typ direkt am Links, also ist da gerade lang gelaufen. Ich sehe gut aus. Ja. Also ich kann leider nicht fahren, weil ich Husten hab. Ja, hier fehlt noch unser dritter Mann. Na, hier ich sind drei drinne, Bruder. Achso, hier ist Freeze, okay. Wer? Freeze, immer noch. Ich hab Freeze verstanden, ich dachte mein Anwalt sitzt hier. Da ja, bin ich aber ganz schnell los hier. Hey, ruf mal einen Ortega an bitte und sag ihm, er soll in den Norden fahren und da einfach nur sich irgendwo in der Nähe, aber... Wo kann er sich hin? Weil wenn ich ihm sage, dass er leise kann, sei mal bitte leise, Hans. Ja, warte doch mal, bevor du ihn anrufst. Er ist schon am Telefon. Ja. Also, kannst du dich am besten im Norden aufhalten und ein bisschen spotten? Ja, alles klar. So wie beim letzten Ding. Ja, alles klar. So wie beim letzten Ding, halt gucken. Gepanzerte Wagen oder Cops oder so. Ne? Aber cool, anders schnell. Cool. Wann habt ihr denn so eine heftige Karre, Digga? Kokett. Fahr! Digga, wir kommen hier nicht weg. Boah, ist der schnell, Alter! Wir kommen hier nicht weg. Ich fahr gleich nach links, mach Trick 17. Mach Trick 17, fahr gleich nach links. Ja, oder sag einfach anhalten und sagen, oh ja, tut mir leid, sorry. Ja, Masken ab. Masken ab. Masken ab, Jungs. Wenn die irgendwas sehen wollen, Waffen oder so, blablabla, schnell weiter. Hallo Patrol, einmal den Motor ausmachen bitte. Fahrer aussteigend auf die Beifahrerseite. Das sind jetzt direkt wegfahren. Hans schreibt mir, warte. Okay, pass auf. Hörst du zu? Ich hör zu, ja. Wir nehmen den gleich hoch, die anderen kommen auch. Okay. Wenn unsere Leute kommen, direkt raus hochnehmen. Ja? Jupp. Jalla Maske. Warte. Jalla Maske. Wer? Keiner Punkt. Wer gedacht? Hände. Einmal bitte alle hier am Wagen sammeln. Hände hoch. Erhole Hände hoch. Die Hände hoch. Erstmal der mit der Tasche. Ja, hier leider fast mit dem Handy weg. Welches Hände Auto diesmal? Die Hände hoch nochmal. Okay. Einmal bitte da vorne sammeln bei den anderen Officers. So, einmal bitte da vorne bei den Officers sammeln. Damit auch nicht schießt. Selbe Spiel bei dir. Nimm dir dein Handy, Funkgerät und die Magazine von deinen Waffen. Genauso, ich nehme dir dein Handy und die Waffe. Wer seid ihr beiden? So, das mal hier rechts von mir, ich nehme dir mal dein Handy, Funkgerät, Magazine. Dasselbe Handy, Funk, Magazine. Ein Schlüssel für das Auto? So. Welches? Ja, für den Sutter. Ja, habe ich. Und dann? Auf das Auto steigen, der Ranghöchste von euch. Der Ranghöchste vom S, die auf das Auto steigen. Ja. Was für einen Rang hast du? Was für einen Rang? Ja. Okay, was für einen Rang hast du, Swat mal? Was für einen Rang hast du? Abmarsch.
Noch mehr. Ja, ich sehe schon. Abfahrt, 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 Abfahrt. Die 8 zahlen hinten rechts in die Camacho. Die verpisst doch. Die Rest müssen wir auch mitnehmen. Das hat keinen Sinn. Guck mal, wie wir umzingeln. Ich hab keine Schüsse, ne? Ja, ja, wo ist. Klar und deutlich, wenn einer versucht wegzulaufen von euch, egal wer, kriegt einen Kopf. Es ist mir scheißegal, bleibt hier fahr stehen. Fahr du bitte. Ich hab keinen Schlüssel, Bruder. Ich mach an. Ich kann nicht fahren wegen Krämpfe. Einsteig ab und jetzt. Das sind sehr zu viele Pops, einsteigen. Komm, jalla. Okay, fahr. Der vom Sword zu einem weißen Sultan. Danke den weißen Sultan, jetzt. Nimm den mit dem weißen Arm mit, Das Wort fühlt sich ganz stark, die wollen sich nicht verpissen. Nimm den weißen Arm in den Sultan auch, besorgen wir. Oh, pass auf, ich halte eine Knarre an den Kopf, ja? Mach da keinen Scheiß vorne. Hast du verstanden? Ich hab kein Wort verstanden gerade, sorry. Ich hab gesagt, ich bin hier hinter dir. Machst du Faxen, ich hau dir direkt eine Kugel im Kopf, ist mir egal. Ist gut. Hey, was habt ihr vor? Hilfe! Halt die Fresse hier. Hey. Hey, Polizei, mach doch mal was. Ja. Ja. Du hältst jetzt die Fresse neben mir, ja? Hast du verstanden? Ja, die entführen mich auch gerade, was soll ich machen? Oh, scheiße. Schön. Ja, musst du zurückhalten. Der aktuelle Plan ist über den Haufen geworfen, oder was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung. Unser Dritter im Bunde ist gerade kurz mal im Busch. Ich sag dir Bescheid. Okay, warte. Ja. Habt ihr ihn? Ja, er ist noch aktuell hier drin. Pass auf, die haben zwei von uns verhaftet. Vermutlich Jan und Helen. Oh, ja. Ich will gar nicht fragen, wie, ja, und jetzt? Weiter? Hallo? Warte mal. Achso. Bleib mal hier stehen. Ja, pass auf, ihr tauscht jetzt gleich die Geisel, die ihr habt, gegen die beiden aus. Ihr müsst in einem Auto sitzen, wo zwei Plätze frei sind, wenn die Geisel aussteigt. Ja. Lassen wir die andere Geisel auch raus mit den Gesichtsbemalungen, ne? Ja, würde ich sagen. Wie meinst du das? Ja, hier sind zwei Geiseln. Einmal der vom Sword und einmal der mit der Gesichtsbemalung. Wir haben ja zwei Geiseln hier drin. Und vier Plätze belegt. Dann schmeißt den mit der Gesichtsbemalung, setzt den irgendwo hin, wo er nicht die Bullen rufen kann in den nächsten 20, 30 Minuten. Okay. Und parallel, Den Sword Tiny? Müsst ihr den Sword Tiny mitnehmen, den müsst ihr austauschen und dafür kriegt ihr zwei. Wo genau machen wir das? JVA? Wie meinst du das? Ja, wo genau wir den austauschen? Beim Casino-Parkplatz. Ich halte parallel Kontakt mit dem Chief. Okay. Fahrer? Ja. Fahr schon mal Richtung Autoservice. Oh, warte, ich krieg einen Anruf, kann ich verstehen? Ja? Wie lange brauchst du jetzt, davor zu kommen? 3 Minuten, circa. So lange? Ja, wir sind unten bei der Grove-Tankstelle, beim Arena. Ja, komm jetzt zu diesem Justizgebäude kurz vorher, weißt du? Dieses LSPD Winewood. LSPD... Meinst du Justizzentrum, ne? Nee, egal, Digga. Wir treffen uns beim Dings, Digga. Beim Tattoo-Studio gegenüber. Tattoo-Studio gegenüber, ja? Ja, aber noch ein Stück davor, du siehst uns schon mit dem Neon, das ist hier bei dem Boulevard. Ein Stück weiter vorne stehen wir, hier ist Stargaze oder sowas. Okay, dann sind wir also gleich nicht da. Direkt beim Tattoo, sondern so 100 Meter davor in Richtung Casino stehen wir auf der anderen Straßenseite. Dann kommt ihr einfach hinter mich und es geht los. Okay, perfekt. Ja, wie lange brauchst du? 4 Minuten. Jetzt beeil dich. Ja, okay. Weißt du, wo das Boulevard ist, Fahrer? Das Tattoo-Studio? Da, wo die Sterne auf dem Boden sind, weißt du? Da müssen wir hin. Jetzt? Ja. Gib ihm. So schnell wie möglich. Den Anruf. Ja. Was habt ihr mit dem Bemalten gemacht? Den haben wir rausgelassen am Pier, oben mit Palette. Habt ihr dem sein Handy abgenommen vielleicht? Nee, also ich nicht. Erreicht den nämlich nicht. Scheiße, hier links.
Wir sind da. Ja, okay, bis gleich. Wie seht ihr jetzt? Seht ihr uns? Ja, Leon. Uns. Ja. Hinterherfahren. Soll ich dranbleiben? Bleib dran, ja, ja. Fehlt nicht einer mit der Sanchez? Sanchez? Ich weiß überhaupt nicht, wo er meint, Digga. Hier vorne, ne? Ne, hier sind ja die, hier ist ja die Party. Das ist doch hier. Ja, fahr mal hinterher, fahr hinterher, fahr hinterher. Sultan. Ich halt auch nicht. Er meint beim großen Casino-Gebäude. Vielleicht der Einfahrt der oben? Der erste Parkplatz, meinte er. Das ist halt gar nichts. Ah, ich verstehe es. Das ist bestimmt hier drauf. Fährst mir hinterher und bleibst hier, genau hier bleibst du stehen, neben mir. Wir bleiben genau hier stehen. Rückwärts, neben ihn hinstellen. Rückwärts. Der geht los, lass die raus, lass die raus, lass. Er soll losgehen. Er soll langsam gehen. Er soll langsam rausgehen, langsam rübergehen. Einer mit raus, mit Waffe. Langsam rübergehen, ne? Lauft los! Hier hinten, lauft los! Lauft los da hinten! Er funkt durch. Die funken, das geht los. Du, Jan, steig du in den Neon, du steigst in den Sultan, jetzt! Vorne rechts. Oder hinten, oder hinten, ja. hinten links. Vertrau mir, alles ist geplant. Okay, rein. Jetzt einfach nur noch den Bike hinterherfahren. Doch, er hat gerade auf Officer gesagt. Ja, war klar. Ja. War so klar, Digga. Digga, wenn ich. Ja. Egal, fahr einfach. Fahrt irgendwo hin. Scheiße, Digga. Sind Torwart hinter uns. Genau, perfekt aufteilen. Sehr gut, sehr gut. Fahr hier schön hoch. Eine Sackgasse hier, genau. Haben die gerade versucht, uns frontal zu rammen? Ja, das haben sie schon öfter gemacht. Okay, wir haben einen hinter uns. Das ist ein FIB. Wir müssen versuchen, den irgendwie loszuwerden. Mit wie eine Knarre. Wir haben keinen, nein. Ah, doch, einen hinten. Wir haben einen hinter uns. Ist das Motorrad noch hier? Ist das Motorrad noch hier? Ey, die schießen! Sind Bullen noch hinter uns? Der Reifen ist echt durch. Scheiße. Schieß zurück, Leute, schieß zurück. Mach das mit dem Motorrad. Wir haben Beschuss auf uns, wir sind gleich am Arsch. Steig ein! Steig ein! Steig ein! Wir sind am Arsch, komm mal hoch, Norden! Zieh dich um, wir sind Klamotten, schnell, zieh dich um, die denken, der andere bist du! Fahr! Fahr schnell! Schneller! Zieh dich um! Ah, rechts! Oh mein Gott! Hier ist halt schlecht, Digga, jetzt sind wir am Arsch, wir sind am Arsch! Sind die hinter uns? Fahr hier runter! Scheiße! Der kommt jetzt im Arsch! Wie nach? Rechts rum! Ich kann den hier nicht fahren, Digga. Das ist viel zu. Der Wagen geht kaputt, Digga. Alter. Der Untergrund ist mal absolut nicht klar gemacht. Aber wenn wir jetzt aufs geht, dann wenigstens zusammen, Bruder. Herz. Scheiße, ja, wir sind festgenommen, Bruder. Wir sind festgenommen, wir sind am Arsch. Ja, ciao. Hau rein. Sag. Sofort aus der Kurve. Ich bin frisch operiert. Nehmt die Hände nach oben. Waffe aus der Hand. Hände nach oben. Alles klar, gut. Dann einmal die Hände nach oben.
Ja. Irgendwas Spitzes, Scharfes dabei, wo ich mich verletzen könnte? Ja, Machete. Okay. Alles klar. Dann, ich nehme dir die Machete ab. Mhm. Genauso wie die Pistole, die du an deinem Gürtel hast. Mhm. Würdest du die Tasche einmal auf den Boden stellen und einen Schritt zur Seite machen? Ist kein Problem. Du kannst zwar einmal den Kollegen deinen Personalausweis geben. Oder, ne, gib mir deinen Personalausweis. Mhm. Kannst auch gleich, also du kannst deine Hand ruhig runternehmen. Dabei kannst du auch ruhig die Maske runternehmen und dann Personalausweis. Ja. 2-3. Muss ich ja fast weinen. Ben. Ja, Glatzkopf, mitkommen. Jure Glatzkopf. So, und hier die Tüte, wie versprochen. Toll. So. Dann geht's los. Also auch in Zuge der Ermittlungen gegen Sie, primär auch wegen Beihilfe, wurden folgende Tatbestände zur Last gelegt. Zweifache Freiheitsberaubung, sowie Freiheitsberaubung mit Personenaustausch, auch zweifach, sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das Gericht verurteilt Sie hiermit zu 210 Tagessätzen in der JVA, was eine Gesamtsumme von $21.000 betrifft. Ich möchte Sie jetzt gerade nochmal daran erinnern, das werde ich den anderen auch nochmal sagen, dass seit gestern, 15.09. 21 Uhr es nicht mehr möglich ist, sich frei zu kaufen. Das heißt, Sie müssen diese Zeit oben absitzen. Okay. Das heißt, Sie können oben bei guter Führung eine Bewährung, auf Bewährung freikommen, wenn Sie das beantragen dann. Okay. Alles klar. Weitere Informationen halten Sie von Anwalt. Okay. Super. Danke.